Wer jeden Morgen duscht, der kann das als Geheimrezept nutzen für gesunden Stuhlgang, denn wenn er kalt rausgeht, wird er nicht nur glücklich, der Körper lässt auch los. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer und Andreas Poffer, dein Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 7. Florian, viele, viele Menschen schreiben uns und schreiben, mach doch mal was über Darmgesundheit. Mhm. Also mit wirklich extrem vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, kommt immer wieder mal irgendwann so raus, ey, ich habe echt Stress mit Stuhlgang. Also entweder haben die einen Durchfall oder sie haben Verstopfung. Ja, also kommt gar nichts. Ja, Andreas, 5 Minuten scheißt der Hund, ein guter Deutscher scheißt eine Stunde. Ja, danke. Damit haben wir direkt das Niveau für heute festgelegt. Ja, also ich glaube, bei dem Thema darf man ruhig sich ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch betrachten. Und das Wort Kacke, das dürfen wir heute mal ohne rot zu werden in den Mund nehmen, alles klar. Also heute soll es um die 7 besten Tipps für deine bessere Darmgesundheit gehen. Bevor wir auf diese Tipps aber eingehen, ja, wollen wir erstmal gucken, was ist denn überhaupt Stuhlgang, Florian? Ja, also ich könnte sozusagen den Stuhlgang als ein Abfallprodukt bezeichnen. Denn es ist sozusagen der Abschluss sämtlicher Verdauungs- und Entgiftungsvorgänge, die natürlich entsprechend der Organuhr 1 bis 2 Mal täglich eben stattfinden in unserem Biokreislauf. Das heißt, mit dem Stuhlgang wird der Körper alles los, was von der Verdauung nicht mehr gebraucht wurde, alles, was verdickt wurde, alles, was er loslässt. Und da hinein packt er natürlich aber auch Säuren, Giftstoffe, Schlacken, alles das, was als Stoffwechsel-Zwischenprodukte oder Nebenprodukte anfällt und über den Darm ausgeleitet werden kann. Es gibt natürlich noch andere Ausscheidungsorgane, aber hier geht es ja jetzt erstmal um den Stuhlgang. Okay, also das Endprodukt unserer verdauten Nahrung geht raus, alles Dinge, die wir nicht mehr brauchen, Gifte gehen mit raus, super. Okay, also das haben wir geklärt, was ist Stuhlgang? Gucken wir uns mal an, wann sollte denn der Stuhlgang idealerweise kommen und auch wie häufig? Weil wenn ich zum Arzt gehe, dann kriege ich gesagt, ja, wie oft haben Sie einen Stuhlgang? 2 bis 3 Mal in der Woche? Ja, das ist noch im Rahmen. Wie siehst du das? Naja, ich litt früher unter Morbus Crohn, also das hat mit Colitis ulcerosa angefangen. Ne? Was genau ist das für die das nicht kennen? Also bei mir hat es angefangen mit Sodbrennen, also eine Übersäuerungserkrankung, dass ich zu wenig Magensäure hatte und die Gase sozusagen immer die Speiseröhre entzündet haben. Und da habe ich ja dann Magenblocker bekommen. Und im weiteren Verlauf kam dann Colitis ulcerosa, das heißt, die Magenschleimhäute haben sich entzündet. Und das hat sich dann in Leaky Gut bis zum, also löchriger Darm, bis zum Morbus Crohn entwickelt. Das heißt, bei mir haben sich die Stuhlgangvorgänge reduziert auf 2 bis 3 Mal die Woche. Und damit bin ich damals zum Arzt gegangen und habe gesagt, ist denn das normal? Und dann hat er gesagt, wenn Sie 2 Mal in der Woche Stuhlgang haben, ist das völlig ausreichend. Also 2 Mal ist okay, ja. Jetzt habe ich das für mich durchgerechnet. Ich habe ungefähr 1,5 Kilo pro Tag gegessen an Nahrung und mir schon Gedanken gemacht, wo kommt denn mein dicker Bauch her, wo kommen denn die Blähungen her, ne? Ja. Wo kommen denn die unterschiedlichen Farben vom Stuhlgang her? Und das konnte mir mein damaliger Arzt eben nicht beantworten und ich bin dann aber alternativ fündig geworden. Ja, also, was ist deine Antwort auf die Frage, wann sollte der Stuhlgang kommen und auch wie häufig? Also Minimum sollte einmal am Tag Stuhlgang erfolgen, am besten am Morgen. Bei sehr aktiven und sehr gesunden Menschen findet man die Stuhlgangregel von 2 Mal pro Tag. Und das würde auch entsprechend der Organuhr passen, weil die Organuhr ja normalerweise sagt, frühest nach dem Aufstehen hatte der Steinzeitmensch auch entsprechend alter Forschungen 1 Mal Stuhlgang und 1 Mal nochmal so zwischen 16 und 19 Uhr. Warum ist das so? Am Morgen scheidet der Körper den Stuhl aus, weil er die Sachen vom Vortag verdaut, entgiftet und über die Nacht abgewickelt hat, am Morgen los wird und am Nachmittag nochmal die Mengen an 2 bis 3 Nahrungsvorgängen, die wir über den Tag aufnehmen, sich zu entlasten bis zum Abend. Warum? Weil er am Abend ja entgiften möchte, über die Nacht dann schläft und dann muss der Verdauungsrhythmus runterfahren. Ja, und es macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt weiß, was ist Stuhlgang, also Endprodukt, Verdauung und der Körper scheidet damit Gifte aus, dann macht es ja auch Sinn, dass diese Gifte möglichst häufig ausgeschieden werden, weil sonst der Darm, der nimmt ja bekannterweise die Nährstoffe auf und sonst haben wir eine Rückvergiftung und ja, deshalb geht es uns manchmal auch vor dem Stuhlgang vielleicht nicht so gut und danach fühlen wir uns richtig befreit und deshalb macht es Sinn, auch häufig möglichst aufs Klo zu gehen.
Ja, Andreas, stell dir bitte auch mal emotional das Ganze vor, wenn du 3 Tage keinen Stuhlgang hast, du nimmst 1,5 Kilo Nahrung pro Tag zu dir, dann ist die Frage, wo sind die 4,5 Kilo? Das heißt, wenn der Stuhl nicht im Rhythmus von 8 Stunden ausgeschieden wird, über die wir ja tagsüber auch wach sind, maximal 16 Stunden, dann müssen wir meistens spätestens schlafen, dann kommen ja giftige Abfallprodukte, die eigentlich raus müssen, wieder über den Darm ins Blut. Und das reizt uns, das vergiftet uns, das versäuert uns, das sorgt für bakterielles Milieu und für die heutigen Zivilisationskrankheiten, die wir haben. Ja, jetzt hast du gerade die Farben angesprochen. Also reden wir jetzt hier von Regenbogenfarben oder was kann ich mir vorstellen bei der Farbe des Stuhls? Ja, du glaubst gar nicht, was es für unterschiedliche Farben von Stuhlgang gibt. Ich befasse mich ja dazu, also mit dem Thema auch beruflich. Das heißt, wir schauen uns den Stuhlgang unserer Klienten in den Kursen auch an, weil ich ihnen da ganz wertvolle Tipps über ihre Darmgesundheit geben kann oder wie ihr eigentliches momentanes Leben aussieht. Das heißt, ich kann also von der Farbe, Konsistenz, Geruch des Stuhls Rückschlüsse darauf ziehen, wie es in meinem Darm aussieht. Ja, oder was der Klient isst, welche Ernährungsfehler er macht oder welche Verdauungsprobleme es vielleicht auch gibt oder wie optimal eben auch der Stuhlgang ist. Und wir sprechen ja bei einem gesunden Darm von welcher Farbe? Grün, rot, blau, gelb, lehmartig, was könntest du dir da vorstellen? Ja, ich würde jetzt mal sagen, hellbraun, eine schöne Wurst, die rausflutscht. Genau, richtig, richtig schöne Kacke ist mittelbraun. Das ist ein mittelbrauner Kackhaufen sozusagen, der sehr schleimig ist, sehr gut kleinfähig ist, wo man am Stuhlgang auch eine leichte Schleimschicht zum Brecher sieht, dass man sieht, der Kot wandert auch gut durch unseren Darm und dass auch die Verdauungssäfte gut da sind. Deswegen hat er immer eine mittelbraune Farbe. Aber es gibt doch auch Menschen, die zum Beispiel roten Stuhlgang haben, Andreas. Ja, entweder haben sie was Rotes gegessen oder... Oder sie haben Blutungen im Dickdarm, das heißt, der Körper muss sehr viel Blut abgeben und das zeigt eigentlich oft an, dass auch der Darm gereizt ist. Also wir sprechen hier auch von Colitis ulcerosa, Leaky Gut, Morbus Crohn, Allergien, die vorhanden sind, gell? Löchriger Darm, dass hier sehr viel alter Blut abgegeben wird. Zum Beispiel auch, wenn Zysten, Divertikel oder auch Krebs vorhanden ist im Darm, also Darmkrebs, scheiden viele Klienten sehr roten Stuhlgang aus. Aber das ist da auch direkt schon ein Alarmzeichen, oder? Das ist ein Alarmzeichen, da müsste man dann auch zum Arzt gehen, das mal untersuchen lassen, da werden dann Stuhlproben genommen und da wird geschaut, ist es Frischblut, ist es Altblut und dann findet man das heraus. Dafür brauche ich Diagnosen von Ärzten, die sich damit auskennen, ganz klar. So, genau. Nächste Farbe, grüner Stuhlgang, Andreas, den hast du doch auch immer ganz oft. Ja, wer viel Grün isst, ne? Frisches Grün, der kriegt wahrscheinlich auch grünen Stuhlgang. Also ich denke mal, dass das, also klar kannst du auch irgendwelche anderen grünen Sachen essen, aber bei mir ist es so, wenn ich viel Grün esse, klar, Smoothies und Co., ist natürlich auch das, was hinten rauskommt, eher grünlich. Genau, also Leute, die sehr viel grüne Sachen essen, viele Pflanzenfasern, Smoothies, Säfte und sehr viele Salate, aber auch Spinat, da kennt man das. Aber es gibt Menschen, die haben Salmonellenvergiftungen im Körper. Auch die scheiden grünen oder zum Teil grün oxidierten Stuhlgang aus. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass eine bakterielle Infektion vorliegen kann. Mhm. Muss man also beobachten. So, der klassische gelbe Stuhl, Andreas, ja? Gelb die Galle auch, steht mir bis hier. Genau, also es gibt viele Menschen, die sehr klebrig, brei, vor allem gelben Stuhl haben. Aha, wo kommt und das her? Das ist ein, der schwimmt auch meistens, wenn so Flachspüler da sind, sieht man es nicht gleich. Aber diese Tiefspüler, da steigt dann der Kot, der rauskommt an der Oberfläche, schwimmend auf. Und das ist ein Zeichen für einen Fehler in der Fettverdauung. Also die Verdauungssäfte, Leber, Gallenblase spritzen entweder nicht richtig ein oder auch die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht richtig. Und häufig hat man das bei Klienten, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Also Zöliakie und Glutenunverträglichkeiten. Da sieht man es auch an gelbem Stuhl, der oben schwimmt. Gut, also wenn ich gelben Stuhl habe, dann sollte ich auch das mal dringend untersuchen lassen. Ja, Problem der Fettverdauung. Da würde ich wirklich entgiften, also nicht nur Leberreinigung machen, ich würde auch Basenfasten machen, den Körper entsäuern, dass die Drüsen sich regenerieren können. Mhm. Gibt es noch mehr Farben? Schwarz. Mhm. Der schwarze Herrenstuhl. Andreas. Also Herrenschokolade kenne ich. Ja, genau. Wenn man natürlich zu viel bittere Schokolade isst, dann ist auch mal der Stuhlgang eben schwarz. Aber hier geht es auch darum, sehr altes Blut ist schwarz. Frisches Blut ist der rote Stuhl und sehr altes Blut ist dieser schwarze Stuhl. Das zeigt auch eben zum Teil Verengungen
im Darm, aber auch wirklich Probleme, dass sehr viel Blutgerinnungen im Darm stattfinden, Darmentzündungen hier vorliegend sind. Da muss man auch schauen. Okay. Mhm. So, und einen habe ich noch, Andreas. Ja, ich höre. Das ist so der klebrige Lehm, der ist mehr so gräulich, hellgräulich, dunkelgrau. Auch diese Farbe gibt es in unserem Stoffwechsel. Und das zeigt natürlich klassische Funktionsstörungen von Leber und Galle, ganz spezifisch. Also da muss man auch wirklich den Leberstoffwechsel verbessern, vielleicht Fettleber, die da vorherrschend ist, Hepatitis, Leberzirrhosen sind da oft das Problem, dass man da so einen grauen Stuhl hat. Okay, gut, jetzt haben wir fast alle Spektralfarben durch. Richtig. Lass uns doch jetzt mal kurz über die Frage noch rechnen, bevor wir jetzt auf die besten Tipps, diese 7 Tipps für deine bessere Darmgesundheit kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz klären, also was ist Verstopfung, was ist Durchfall, weil das so die Hauptthemen sind, die wir immer wieder hören. Ja, also ich weiß nicht, ich würde mit dir gerne die Konsistenzen ja auch von Stuhlgang mit durchsprechen, weil die neben den Farben ganz wesentlich sind. Okay, dann lass uns noch ein Wort über die Konsistenzen verlieren. Weil ich sage ja immer, der Morgenschiss kommt ganz gewiss und wenn es erst am Abend ist, also irgendwann muss ja der Stuhlgang rauskommen und spätestens wenn man platzt, ja, muss es ja da sein. Das Niveau, ja, stimmt. Genau, so. Also, es gibt ja zum Beispiel Stuhlgang, der in weichen Klumpen rauskommt. Also es gibt Leute, die haben oft Stuhlgang in weichen Klumpen. Das ist eigentlich auch ein ganz gesunder Stuhl. Warum ist das so? Weil dadurch, dass die Leute öfter aufs Klo gehen, vielleicht 2-3 Mal. Was mit Klumpen meinst du jetzt, so wie die halt Kanickel, so, dass es solche Sachen sind, oder? Ja, genau, diese Rehbollern, aber ein bisschen weicher und so größere kleine Klumpen. Man kennt ja diese Stuhlwurst, das ist normalerweise eine lange, wohlgeformte Wurst, die sich natürlich in den Darmrillen zeigt. Also der Darm hat ja auch so kleine Waben, so kleine Rillen und der Stuhl, der sich da komprimiert, zeigt sich dann in diesen Rillen. Und Leute, die oft, weil sie schnell sind, aktiv, viel arbeiten, auch Stress haben und mit Problemen auch schnell in der Lösung umgehen, das sind ja Teilnehmer, die oft Stuhlgang auch haben können und die werden dann mehr so abgehackte Stuhlgangformen haben. Aber wir sprechen eben von diesem würsteartigen Stuhlgang, der weich ist, nicht zu fest ist, wo man die Darmstruktur sieht und in den Farben eben in einem schönen Braunton zu sehen ist. Ja, was heißt das jetzt für mich? Ist das gut oder nicht gut? Das ist ein gutes Zeichen, das sind aktive Menschen mit einer schönen Schleimschicht außen dran, mit verschiedenen Farben auch innen drin, wo man sieht, ah, da habe ich einen Smoothie getrunken, da habe ich mal Kartoffeln mit Gemüse gegessen zum Beispiel, ne? Dass man auch sieht, ah, am Morgen habe ich das gegessen und am Abend kommt es schon wieder raus. Das ist ein gutes Zeichen, dass man zum Teil auch Nahrungsmittel in den Fasern oder in den Ballaststoffen vielleicht noch erkennt. So, und wie sieht der jetzt aus, wenn ich mich nicht gesund ernähre oder wenn ich Probleme habe? Na, dann ist er sehr dünn und sehr lang, also auch sehr flach oft. Das ist ein Problem, dass Darmverengungen vorliegen, Andreas. Dann wird der Stuhlgang eben sehr flach gedrückt und das ist ein Problem, dass wir hier muskuläre Störungen haben, eben Muskellähmungen im Darm oder wir haben Verengungen, vielleicht auch die Vertikel. Mhm. Und es gibt natürlich auch den Stuhlgang, der sehr weich und klebrig ist. Und hier kann es eben auch, wie schon genannt, bei den Farben mit einer Glutenunverträglichkeit eben vorliegen. Es gibt Menschen, die haben Durchfall, das haben wir ja schon gerade eben erwähnt. Ja. Bei Durchfall liegt immer die Problematik, dass der Körper irgendwas loswerden will, also psychisch, seelisch, Stress, Ängste, Einengungen. Er wird eingegrenzt in seiner Entfaltung oder unterdrückt oder auch misshandelt mit Wut und Gewalt. In Auslösung reagiert der Körper drauf. Aber es kann auch eine bakterielle Infektion vorliegen, die Durchfall herbeiführt. Aber eigentlich ist es immer das Problem des Milieus im Darm. Also Parasiten, die Darmflora und so weiter. Und wenn man länger wie 3 bis 5 Tage Stuhlgang hat, mit Durchfall sollte man auch zum Arzt gehen. Warum? Denn der Körper dehydriert. Man muss wissen, okay, der Körper will was loswerden, aber man muss auch viel mehr trinken als im normalen Alltag, damit der Körper in diesen spülenden Prozess bleiben kann. Gell? Okay, gut. So, gut zu wissen. Dann gibt es den Bereich der Verstopfung. Das heißt, Darmsperre, Darmverschluss liegt an Verengungen. Also wann ist Verstopfung, wenn ich länger als wie viele Tage keinen Stuhlgang habe? Also Verstopfungen liegen vor, wenn du schon nach alle 2 Tage, also wenn du erst nach 2 Tagen einen Stuhlgang hast. Okay, gut. Man sagt, einmal Stuhlgang am Tag ist Pflicht und er muss bei jedem so sein. Wenn das nicht da ist, stimmt irgendwas im Leben nicht, psychedelisch, also psychisch-seelisch oder technisch. Ernährung, Organuhr, Stoffwechsel, da muss man dann gucken, das kann man zerlegen, das kriegt man eigentlich raus. Aber es gibt ja Leute, die wirklich Verstopfung haben. Das liegt oft daran, sie trinken zu wenig. Also das Wasser fehlt, um den Stuhlgang auszukleiden. Ja, da gehen wir auch gleich noch auf die Tipps, genau.
Richtig? Dann haben wir oft das Problem, dass die Menschen sich falsch ernähren, Andreas. Zu viel Kohlenhydrate, zu viel Kleberweise, zu viel Backwaren, zu wenig pflanzliche Ballaststoffe, da gehen wir noch drauf ein. Und wir haben noch die Probleme, die psychische Ängste haben. Also sie können nicht loslassen, sie können sich nicht rechtfertigen. Unterdrückung vom Chef, sehr viel Stress, ne? Überforderung, zu wenig Schlaf, ja. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. So, ich habe noch was vergessen und zwar, es gibt sehr trockene und rissige Würste. Okay, also es gibt ja Leute, die haben Stuhlgang und nach dem Stuhlgang wischen sie sich den Po ab und haben sie Blut im Papier, weil der Stuhlgang so trocken und fest ist, dass er den Darm, Enddarm, Mastdarm unten zum Einreißen bringt, natürlich dann Blut auch abgeht, frisch Blut. Das sind Menschen, die oft auch zu wenig trinken, die falschen Ballaststoffe zu sich nehmen und zu viele Backwaren, also austrocknen, dehydrieren sozusagen. Ja, okay. Gut, das Klopapier vielleicht noch als Punkt, dann kann ich auch sehen, wie es um meine Darmgesundheit aussieht. Also wenn ich jetzt optimalen Stuhl habe, wie sieht das Klopapier dann aus? Na, du brauchst gar kein Klopapier, Andreas. Die Katze, die schüttelt sich und dann fällt das ab, ne? Der Stuhlgang fällt ab. Und es gibt Menschen, die spucken heutzutage in ihr Klopapier oder brauchen auch feuchtes Toilettenpapier. Bei den Menschen stimmt ganz viel im Leben nicht, psychischer Form als auch technischer Form. Weil der Stuhl so klebt, aufgrund der vielen Weizenkleber und das, was ja nicht mehr abformen lässt, dass sie eben ganz viel Papier, Spucke, Feuchtigkeit brauchen, um hinten den Luki-Luki wirklich sauber zu bekommen. Ja, aber das ist ein ganz zentraler Punkt, weil das war mir früher überhaupt nicht bewusst. Ich kann es immer nicht anders, dass du 3, 4, 5 Mal Klopapier brauchst, ja. Aber bis du immer dahinter kommst, eigentlich ist das überhaupt nicht normal. Die Frage ist, wie machen das denn die Tiere ohne Klopapier? Die brauchen keins. Ja, natürlich, ja, bei den Haustieren vielleicht nicht. Die kriegen inzwischen auch schon den Popo abgeputzt, ja, die Hunde und Co., weil es da eben auch nicht mehr klappt, weil sie in Menschenobhut sind. Aber in der Natur wird das nicht gebraucht. Und da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Bei Tieren. Tiere haben den Vorteil, Tiere leben instinktiv, ja, die kriegen nicht so ein Brainstorming von Schule, Kindergarten, Steuern, Wirtschaft, Ängste und Sorgen und alles suggeriert über den Fernseher und wie auch immer. Andreas, die leben einfach in ihrer puren Natur, die machen das, was das Naturgesetz vorgibt und da gibt es nicht viele Probleme. Ja, und die Natur ist letztlich perfekt, ja, und da können wir uns immer wieder ein Beispiel nehmen. So, Florian, jetzt haben wir lange drum um den heißen Brei geredet, jetzt lass uns mal endlich über die 7 Tipps für eine bessere Darmgesundheit reden. Punkt Nummer 1, was kann ich tun? Einfach und einfach umsetzbar für den Alltag. Naja, ich würde mal sagen, man kann ja jetzt da viel ausschweifen, da können wir Stunden drüber reden, aber sagen wir mal, Dinge, die jeder umsetzen kann in sein Leben von heute auf morgen, damit es besser wird. Das ist, glaube ich, mal wichtig. Genau, da werden wir jetzt mal 7 Sachen durchgehen, genau. Also, ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Ritual, am Morgen immer warmes Wasser trinken. Also nach dem Aufstehen 2 Gläser warmes Wasser. Warum? Der Körper zieht Flüssigkeiten, die Nieren lassen los, der Urin kommt, somit kommt auch der Stuhlgang und die Wärme öffnet den Darm und aktiviert natürlich unsere Darmgesundheit durch Ausleitungen am Morgen. Der Stuhlgang zwischen 5 und 9 oder sagen wir mal zwischen 7 und 10 Uhr, der muss sein, da gibt es kein Wenn und Aber, da kann keiner was dagegen sprechen, der muss kommen, weil der Körper am Morgen durch die Lunge in den Magen geht, dann erfolgt die Nahrungsaufnahme und normalerweise soll die Nahrung erst aufgenommen werden, wenn wir Stuhlgang hatten. Da wir frühs alle essen wollen, wir kriegen alle Hunger ab 7, 8 Uhr, muss auch hier der Stuhlgang erfolgen, den viele missbrauchen mit Kaffee und Weißmehl. Und mit 2 Gläsern Wasser, warm, 40 Grad, das ist so einfach, kann man oft schon den Körper dahin aktivieren. Okay, also morgens warmes Wasser trinken, abends natürlich auch, ja? Abends vor dem Zu-Bett-Gehen 1 Glas Wasser. Es stimmt nicht, dass wenn man abends 1 Glas warmes Wasser trinkt, dass man nachts pullern muss. Nachts müssen nur diese Menschen pullern, die Nierenprobleme haben, weil im Liegen ja die Niere den tiefsten Punkt hat und der Körper aufgrund der Säuren tagsüber die Gifte in den Beinen einlagert, im Lymphsystem, Wasserbeine, das kennt ja jeder, oder Elefantenbeine bei den älteren Menschen und die haben oft das Problem und in der Nacht liegt ja das Becken und die Niere am niedrigsten und dadurch müssen sie pullern, weil die Gifte zur Niere kommen, der Körper will sie loswerden. Aber das gesunde Glas Wasser am Abend, so sagt man aus der Geschichte heraus, verhindert Schlaganfälle, verhindert Herzinfarkte in der Nacht, weil der Körper hier eine spülende Tätigkeit hat, Gifte, die da sind, immer zu verdünnen und deswegen macht das Glas warmes Wasser am Abend sehr viel Sinn. Okay, Punkt Nummer 2. Der Punkt Nummer 2, nach 19 Uhr sollte man nichts mehr essen, weil die Organuhr ab 20 Uhr runterfährt. Der Körper geht in Entgiftung und kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Auch Verdauungssäfte werden nicht mehr produziert. Wenn du nach 19 Uhr isst, dann bleibt die Nahrung unverdaut.
Es kommt zur Gärfäulnis und die vergiftet und lähmt die Darmperistaltik und somit kommt es nicht zur Ausscheidung. Deswegen sollten wir nach 19 Uhr nichts mehr essen und erst am Morgen ab 9, 10 Uhr wieder was essen, denn damit haben wir immer den Garant von 13 bis 15 Stunden, in denen der Körper uns effektiv entgiften kann. Das heißt, der Körper hat tagsüber bei 24 Stunden mehr Zeit zum Entgiften als durch Stoffwechsel Nahrung aufzunehmen und abzuwickeln. Und das entlastet natürlich den Darm. Ja, okay. Also Essen, dritter Punkt. Was haben wir noch? 2 bis 3 Liter Wasser am Tag sind wichtig. Ich spreche hier nicht von Tee und Kaffee, weil das klaut dem Körper Wasser. Und die meisten Teetrinker haben die meisten Darmprobleme, weil der Tee uns dehydriert. Er bindet ja auch in seiner Wirkung wieder Wassermoleküle an sich. Das heißt, 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag in 2 bis 3 Trinkeinheiten. Also am Morgen trinken, mittags trinken und abends trinken. Vor oder nach dem Essen? Den ganzen Tag über. Am besten immer vor dem Essen, eine halbe Stunde vor dem Essen, und nicht nach dem Essen. Wenn ich während des Essens trinken muss, dann heißt es dann bitte was Warmes trinken und nichts Kaltes. Okay, gut. Also viel trinken ist wichtig. Nächster Punkt. Richtig. Das ist dann unser Punkt 4, oder? Nein, genau. Das war der dritte. Also. Jetzt kommt der vierte. Nee, der vierte, genau. Der vierte ist ja Sport und Dehnungen. Der Steinzeitmensch ist nach dem Aufstehen erstmal zur Quelle gelaufen. Da hat er ungefähr eine halbe Stunde Weg zurückgelegt. Durch diese Bewegung kam der Stuhlgang. Dann hat er getrunken. Ihr wisst alle, wenn ihr Stress habt, dann muss man mal kacken gehen. Ich gehe in den Supermarkt, da suche ich gleich mal die Kundentoilette auf, weil ich das Gefühl habe, oh, so viele Produkte, ich kann mich nicht entscheiden, muss erstmal kacken gehen. Also, am Morgen Sport machen, Dehnungen, Übungen sind für die Darmgesundheit wichtig. Atemübungen. Der Sauerstoff bringt ja Lungenenergie. Und das Metallelement, was zum Dickdarm führt, ist der Sauerstoff. Also gute Atmung. Tiefe Atmung bringt natürlich Entspannung, bringt uns in den Parasympathikus, der Stuhlgang kommt. Aber ich meine auch Muskelkraft am Morgen, Liegestütze, Klimmzüge, Laufen, Fahrradfahren, auch Yoga, das aktiviert die Muskeln, die Faszien, den Zellaustausch und somit bringt den Stuhlgang herbei. Also wir haben jetzt Sport am Morgen, wir haben Tiefenatmung, wichtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das hat auch mit kalt zu tun, Punkt 5. Mhm. Das wechselkalte Duschen, also warm, kalt und kalt aus der Dusche rausgehen. Wer jeden Morgen duscht, der kann das als Geheimrezept nutzen für gesunden Stuhlgang, denn wenn er kalt rausgeht, wird er nicht nur glücklich, der Körper lässt auch los. Wenn die Gifte raus sind, wird man noch glücklicher und der Leben beginnt leer, gefüllt mit tollen Ideen und die sollten wir eigentlich jeden Tag haben, uns entscheiden, was will ich heute alles rocken, da muss man Stuhlgang haben am Morgen. Okay, nächster Punkt, kalt duschen hatten wir jetzt, jetzt kommt der 6. Punkt. Ja, stressreduziertes Leben, Andreas. Stress sorgt dafür, dass wir im Sympathikus zwar gut Steuern zahlen und ganz gut unseren Chef bedienen, aber Parasympathikus heißt ja wirklich auch zu entgiften, Darmgesundheit, Stoffwechsel, Regeneration. Und wenn wir nur Stress haben, dann zieht sich natürlich der Dünndarm, das ist das Herzelement, zusammen. Das ist oft das Problem von Menschen, die nicht richtig kacken können, weil sie zu viel Stress haben, zu wenig Ruhezeiten und zu wenig Schlafzeiten. Und das heißt Angst. Und Angst ist kein gutes Zeichen für eine Darmgesundheit. Okay, ist verständlich. 7. Punkt. Das ist verständlich. Der 7. Punkt ist natürlich, die Form unserer Ernährung richtig auszuwählen. Das heißt, Andreas, ich starte am Morgen mit einem Smoothie oder mit einem Gemüsesaft. Genau, da habe ich gleich meine Wasseraufnahme, da kriege ich erstmal einen kurzen Energiekick und so gegen 9 oder 10 Uhr esse ich dann das erste Mal ein Frühstück. Das ist dann sowas wie ein Porridge, ein Haferschleim im Winter, im Morgen angekeimtes Cerealien mit Sonnenblumen und so weiter, Kürbiskernen, Hanfsamen, das kennt ja jeder mit einer Hafermilch oder einer Hanfmilch. Da komme ich dann in meine Kraft. Und erst ab Mittag, so gegen 12 und 1 Uhr, esse ich dann sozusagen Salatteller, Suppen, pflanzliche Ballaststoffe auch. Eben auch zum Beispiel Quinoa, Amaranth, Hirse und so weiter, was auch manchmal gekocht ist. Das hänge ich jahreszeitig ab. Und wenn ich was Schlechtes esse, Andreas, oder was füllig, vielleicht auch mal tierische Produkte, die dürfen niemals am Vormittag kommen. Weißmehl und solche Sachen, Milchprodukte, niemals Käse am Vormittag, weil der Körper hier noch nicht in der Dünndarmenergie ist. Da ist er erst ab 12 Uhr und kann die Sachen erst am Nachmittag verdauen. Deswegen heißt es, gekochte Sachen in den Nachmittag hinein verlagern, schwer verdauliche Sachen, tierische Produkte, wenn dann, in den Nachmittag hinein verlagern und ab 19 Uhr die Ernährungsstopp wirklich auch einzuleiten. Okay. Wichtig wäre bei der Ernährung, Andreas, resistente Stärke. Das heißt, Kartoffeln müssen einmal kalt werden, weil sonst zu viele Fuselalkohole entstehen und die den Darm lähmen. Deswegen sollte man immer altes Brot essen, den Reis immer vom Vortag essen, die Kartoffeln vom Vortag, weil diese Stärke ist resistent, die dient den Mikroorganismen im Darm und da werden keine Fuselalkohole hergestellt. Das heißt, die Mikroorganismen, die unseren Darm gleitfähig machen, die freuen sich dann über diese Nahrung.
Ja, also wir merken, es gibt so viele Punkte, wenn du dich anpiekst, dann hört es gar nicht mehr auf. Deshalb sagen wir jetzt erstmal, wir machen diese 7 Punkte-Reigen jetzt mal dicht. Also das letzte war jetzt morgens leicht essen, mittags ballaststoffreich und ja, wenn schlechte Sachen gekocht und so weiter, eher abends. Wunderbar. Richtig? Jetzt haben wir noch einen goldenen 8. Tipp und den habe ich auch schon bei dir erlebt. Und zwar, was kann man machen zur Unterstützung, damit es besser fluppt am Klöchen? Die richtige Kackhaltung eingehen. Ja, genau. Andreas, es gibt ein ganz tolles Buch von Jala Anders, das Buch Darm mit Charme. Und die hat schon, ist ja auch eine Medizinerin, die hat auch beim Studium schon mitbekommen, dass irgendwas mit unserer schulmedizinischen Bildung nicht passt. Und sie hat halt festgestellt, dass wenn die Kniescheibe beim Sitzen auf Beckenhöhe ist, dann zieht sich die Sigmaschleife so zu, dass der Stuhlgang nicht richtig rausgedrückt werden kann. Und wenn wir es schaffen, diese Knie über das Becken zu bringen, so wie zum Beispiel die Afrikaner oder die Franzosen Die noch Franzosen ja sich auch. hocken und in so ein Loch reinscheißen, dann flutscht der Stuhlgang viel besser raus und die Rückvergiftung wird reduziert. Und da gibt es einen sogenannten Squatty Potty, so eine Kackerhöhung, Genau. die kann man sich ans Stuhl, an das Klo stellen und dadurch werden die Beine etwas höher, wie so ein Hocker gebracht. Und da wird man sich viel entspannter den Stuhlgang hingeben können und man hat auch eine volle Darmentleerung, die wichtig ist und nicht nur ein Ja. bisschen Wasser rauskommt. Squatty Potty, also der Link zu dem Buch Darm mit Charme, wer es noch nicht kennt, und auch zum Squatty Potty, kommen in die Show Notes, könnt ihr euch mit anschauen. Ja, und dann haben wir noch einen Tipp, denn einmal im Jahr machen wir ja zusammen eine begleitete Online-Darmreinigung. Aktuell ist sie jetzt am Laufen, aber für alle die Interesse daran haben, den Link dafür gibt es auch in den Show Notes, grün-und-gesund.de/Transformation. Da könnt ihr euch eintragen mit eurer E-Mail-Adresse und dann werdet ihr informiert, wenn die nächste startet. Florian, das ist auch mal eine gute Sache, ne? Ja, ist richtig. Also wichtig ist zu verstehen, wenn ich Probleme habe in meinem Darm oder irgendwas Genanntes hier sehe, mich wirklich längerfristig mal damit zu befassen, oh, wie kann ich denn bei meiner Ernährung was verändern, bei meiner Art meines Lebens? Und natürlich, um loszulassen, muss der Darm erstmal gereinigt werden. Und das braucht seine Zeit, 3 Monate, Kräuterextrakte und wir begleiten da drin. Warum? Denn die Ernährungsumstellung, die Lebensumstellung, das Gehirn und das Verständnis dazu, das Bewusstsein, die Selbstverantwortung muss auch mitkommen, weil sonst isst man danach genauso weiter wie davor und dann hat man die Probleme ein halbes Jahr später wieder. Und das soll ja nicht sein. Also nutzt man immer diese Transformation für dieses Gesamterlebnis. Andreas, das schaffen wir aber nur einmal im Jahr wirklich zu machen. Und wer sich da informieren möchte, der kann gerne da mal klicken. Andreas, das wird es gleich nochmal zeigen oder kurz nochmal aufzählen. Genau, es kommt in die Shownotes mit rein, da könnt ihr alles dann nachlesen und anschauen, ganz genau. Richtig. Prima, okay, ja, also vielen Dank für die vielen Infos wieder. Jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt über unseren Stuhlgang, die Stuhlgangfarben, haben wir auch einiges drüber gelernt und wichtige Tipps für die Darmgesundheit haben wir auch bekommen, also Dankeschön dafür. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine Bewertung. Hinterlass eine 5-Sterne-Bewertung, ein Feedback auf iTunes und abonniere diesen Podcast. Und als Dankeschön bekommst du 4 Videos geschenkt mit Rezepten für gesundes Eis, Schokolade, gesunde Milch und gesunden Kaffee, wie du die selber machen kannst. Und ja, deine Zeitinvestitionen dafür sind ja 1 bis 2 Minuten und dadurch hilfst du uns, den Podcast immer weiter zu verbessern und dir die Inhalte zu liefern, die du dir wünschst. Denn wir gehen auf Vorschläge natürlich sehr gerne ein. Dafür schon mal herzlichen Dank. Eine Anleitung dazu gibt es auch in den Shownotes. Da gibt es nochmal für alle, die es nicht wissen, wie es geht, Tipps, wie man das ganz leicht machen können. Also Dankeschön schon mal dafür. Und ja, wir sind am Schluss angekommen. Florian, noch eine Frage. Wie wirkt sich denn eigentlich Lachen auf die Verdauung aus? Du hast mich nämlich Naja, jetzt so Lachen. angeregt, ich muss erstmal aufs Klo. Genau, also Lachen ist natürlich das, was natürlich die Darmperistaltik anregt. Und Andreas, viele Menschen haben einfach nicht das Stuhlgangproblem, der Stuhl stinkt unglaublich. Das Badezimmer ist kontaminiert bis zum geht nicht mehr. Es gibt also Grundvoraussetzungen, die wichtig sind für gesunden Stuhlgang. Und ich sage ja auch immer, guck, zum Reisen braucht man Schuhe und zum Scheißen braucht man Ruhe. Ja, Und das sind eben so Dinge, Sachen, das kann man ruhig mit Lustigkeit und mit einem Lachen verbinden, weil das regt uns an. das war das perfekte Schlusswort. Ihr Lieben, ganz schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Andreas und Florian Sauer. Tschüss. macht's gut, wir hören uns. Ciao.